Herzlich willkommen beim fünften Teil der Führung durch die Burg Neuhaus. Wir zeigen Ihnen hier den Burggraben und die Baustelle für einen neuen Wehrturm, der wieder aufgebaut wird. Der Heimathistoriker Ulrich Dallmann erklärt im Burggraben die Gebäudeteile und ihre Besonderheiten. Wir gehen auch nachher durch einen Geheimgang der Burg Neuhaus. Am Roten Platz vorbei und den Wirtschaftsgebäuden geht es über den Wehrgang zum Wehrturm, der innen besichtigt wird. Zweischaliges Mauerwerk. Und da sehen Sie jetzt zum Beispiel diese Tragsteine da vorne. Sehen Sie diese Halbrunden? Ja, ja. Und die sind ja relativ wertvoll gegenüber den anderen zum Beispiel da. Also dort muss ich irgendwas befunden haben, was auch einen Wert hatte. Ja. Und es ist vermutlich so was gewesen, was da oben angebaut ist. Ja. Da oben im Turm. Toilette. Wahrscheinlich eine Toilette für die Leute, die im Hof irgendwo was gemacht haben, da konnten wir hier. Die Anbauten am Turm oben mit der Öffnung waren eine mittelalterliche Toilette. Wenn man von da, wo das dazu gebaut ist, wenn Sie nachher, da sehen Sie ein rundes Loch, wahrscheinlich war es ein Kanonenlug, aber das muss das hier aufgewesen sein. So, und viele Leute behaupten jetzt hier oben, und der Burggraben wäre voll Wasser gewesen. Also, wenn Sie sich den Turm anschauen und schauen sich die Fensterhöhe an und wenn Sie trotzdem berücksichtigen, dass wir hier vielleicht auf einen Meter, vielleicht auf zwei Meter Schutz stehen, ist egal, dann machen die Fenster hier keinen Sinn, denn dann läuft es mir in den Keller rein. Also mit Sicherheit nicht. Und dann ausschlaggebend war, hier oben gibt es keine Quelle. Und sich die Mühe zu machen, so lange zu warten, bis es regnet und den Graben füllt, kann ich mir nicht vorstellen. Oder dass man sich die Zeit vergeudet und aus der Taube das Wasser holt und hier reinkippt, wo man es anderweitig, wo man sich das Ich meine, die Bauern, die mussten hier bis ins 18. Jahrhundert, mussten die im Frontdienst, mussten die Wasser hierher auf die Burg fahren. Immer im Reihum. Einmal waren die Igersheimer dran, die Magelsheimer, Harthäuser, Bernsfelder und so weiter. Die sind dann unten an der Tauberbrücke, da war ja das Terrain flacher, konnte man wagen. Früher war ja nur eine Furt da, keine Brücke. Und da konnte man reinfahren, so heute Gelände Schumann und wo der Seidel jetzt ist, da sieht man es noch, da konnte man also reinfahren. Das war ziemlich flach. Ja, da haben die mit ihren die Fässer voll gemacht worden und dann ist man beim Tanzcafé Riegler das Wegle hoch, das heißt ja heute noch Wasserweg. Und ist dann hier oben und hat das Wasser abgeliefert. Also naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der voll Wasser war. Naja. So, dann jetzt müssen wir ein bisschen... Mich wundert es, dass kein Brunnen gegraben wurde. Doch, den zeige ich Ihnen ganz zum Schluss. Also bitte. Diese, wo wir uns jetzt bewegen, das ist alles in der Vorburg, im Zwinger, alles außerhalb, weil die Hauptburg... oder von dem Schloss, wie es auch genannt wurde, da ist nur ganz, ganz wenig da, das ist ein kleines Stückchen Mauer, und ist, aber man kann es nachvollziehen, was da war. Das zeige ich Ihnen dann ganz zum Schluss. Ja, also hier befand sich ja ein Turm, auf der einen Zeichnung ist er rund, dürfte wahrscheinlich auch rund gewesen sein, auf der anderen war er ja eckig. Wenn man hier den Schutt, ja, ich kenne das, da war der Schutt noch nicht, und da war er hier im Boden, also so im
halbrund jetzt hier, waren die großen Fundamentsteine von dem Turm, also von dem Turmstreifen rund. Und der stand hier und den hat man, wie die obere Burg, irgendwann einmal, wahrscheinlich wegen seinen Steinen, vielleicht war er auch schon marode, hat man den abgerissen. Das hat man vor 2 Jahren festgestellt, dass diese Mauer hier, dass die hier rüberkommt und dass, wenn man da nichts macht, dass die hier reinbricht. Und jetzt ist man hergegangen und hat auf der hinteren Seite ausgebaggert und hat festgestellt, dass da Stufen gibt, die zu einem Gang führen. Also dieser Gang, den kannte man schon immer, den ist schon immer da. Kann man hier rein, der Geheimgang. Wenn du mal in den Geheimgang laufen willst, machst mal. Du kannst da rein. Der Papa sieht, geht's bestimmt nicht. Du stellst dich auf die andere Seite. Also, wenn Sie wollen, dürfen Sie ruhig rein. Dann können Sie da rein. Dieser Baumaßnahme, dass der Turm praktisch wieder die Mauer stützt. Und ich sehe ja auch hier, da werden diese Fundamente gebaut. Ich weiß nicht, ob die jetzt, und ich schätze, dass die genauso Strebepfeiler, so Stützpfeiler dahin bauen. Ja, weil die anderen, die Sie da drüben sehen, die sind auch betoniert. Aber das ist schon ewig her, das Beton, die sind nur außen mit so Steinen verziert worden, sagen wir so. Also, dann soll dieser Turm. Soll begehbar sein in 3 Etagen mit einer kleinen Aussichtsplattform oben. Dann kann man nämlich von hier, dann soll da dieses Schlupftürchen da, das wird ein bisschen da wird der Untergrund ein bisschen ausgehoben, dann kann man da rein und ich vermute dann, dass auch hier eine Türe reinkommt und dann kann man Stockwerke, dann kann man oben raus da, von unten hochlaufen bzw. von oben runterlaufen. Und dann kommt oben, glaube ich, irgendwas mit dem Dach hin, soll noch dieses Jahr stehen. Da sind überall, müssen da Gewölbe drin sein. Und wenn man hinter der blauen Bauhütte jetzt schaut, da ist auch ein Fenster fast ebenerdig. Und immer wenn ich nur sage, wir stehen hier auf dem Schutt, dann macht das Fenster keinen Sinn, wenn das wenn Wasser drin war. Der Burggraben, der ging bis hierher und zog sich dann hier über den roten Platz dahinter so Richtung Turm hin. Das war der Burggraben. Und durch die landwirtschaftliche Nutzung hat man das ganze Zeug, musste man einen Eingang dahinter schaffen, und da war ja das bergig, da hat man das Steinler ab, hat man das ganze Ding abgerissen und hat den Dreck ins Tal geschoben und hat dann da vorne praktisch diese so Plattform oder ein erweitertes Terrain bekommen und hat konnte jetzt so Halle da zum Beispiel. So. Ich würde euch auch sagen, wir machen Folgendes. Ding, ne? Ja.
Okay, die kommen, dann gehen wir mal in die Richtung ein Stück. Oli, hast du ihn? Wir stören jetzt. Hat hier das Zeug gebrannt und die Tiere hat man dann die Veränderung, hat man dann mit dem Brunnen oben einfach die Kadaver runtergeschmissen und saugt. Man hat sich nicht die Mühe gemacht, die ins Tal zu bringen oder sonst noch einfach das Leben lassen, wenn man den nicht mehr braucht. So, dann gehen wir hoch. Okay, in die Hand.